Hallo und willkommen zurück hier bei Fit mit Anthony. Der Anthony ist schon da, wird immer schlanker und dünner. Wir finden nachher noch raus, ob er wirklich auch leichter geworden ist in dieser Woche. Der Cyril, Antoni, sein Langlaufcoach und Rahel, Topfarm-Gesundheitscoach von Toni, der schaut, wie es dem Toni geht, wenn er vielleicht mal irgendwo ein bisschen weh hat oder umgeht oder sonst ein bisschen Hilfe braucht. Jetzt zuerst sehen wir aber, wie du, Toni, auch trainieren bist mit der Langlauf-Nationalmannschaft. Und zwar nicht nur auf der Rollski, wie wir es vorher wunderschön gesehen haben, sondern auch im Kraftraum. Was machen wir jetzt genau im Kraftraum? Ja, wir gehen jetzt richtig pumpen. Das heisst, viel Oberkörper- und Rumpftraining. Und mal schauen, was in dir steckt. Und ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wow, geil. So, was machen wir jetzt? Mich ist wirklich wundern, was ihr für Übungen macht, also Langläufe. Wir fangen gerade an mit Klimmzügen, was vermutlich die meisten von euch kennen. Der Jovi Hediger, mein Teamkollege, wird die Übungen vorzeigen. Alles klar, in dem Fall. Jovi, hallo, erstmal. Hi. Sali. Ciao. Ich sehe schon, dass du dein Gewicht schon an hast. Ich wollte nicht mehr lange aufhalten und zeig mal die Klimmzüge. Das sind etwa 15 Kilo, vielleicht ein bisschen mehr. Ja. So, Anthony, jetzt ist es an dir. Schau, wie viel es ausschaut. Meine schusssichere Weste ist schon auch gut. Schon angefangen? Ja! Wisst ihr was? Ich habe meine Keimwaffe vergessen. Jetzt bin ich ready. Habt ihr gesehen? Bitte, das war keine Übung für mich. Bank drücken. Mal schauen, was in deinen Arm steckt. Ja, das haben wir vorher gesehen, dass nichts drin ist. Ja. Nice. Hast du noch mal eine dritte Chance zum Ding? Alles klar. Da drauf sind jetzt 90 Kilo. 90 Kilo, also davon wie? 95. 5-mal ist Ziel. Wenn man mehr schafft, ist das Gewicht zu wenig. Schau mal, wie rot er jetzt schon ist, vom Drucken, crazy. Und geh mal davon aus, dass jetzt jemand anders dran kommt, oder? Ja, du. Ja. Rausbringen. Also, habt ihr gehört, wenn ich jetzt das rausbringe, ohne dass sie mir helfen, gibt es ein Bier. Also, ich helfe aber nicht beim Rausnehmen. Also, ja, das nein, schaffen. Gut. Also. 3, 2, 1. Das war schon. Ja! Aber ich habe es rausgebracht! Ja, hey, aber gerne nicht mal so schlecht. Du hast jetzt gerade gesagt, das war schon. Aber eben 95 Kilo, das ist ja über deinem Körpergewicht und du hast immerhin. Können 10 cm aufstoßen. Hey, also immerhin, ja. Oder? Sind sie eigentlich baff, dass es du geschafft hast? Das weiss ich nicht einmal. Es war ja der Joey wieder, den wir vorher sehen konnten, Hediger, der zweitbeste Langläufer. Der Jonas Baumann. Der Jonas Baumann, genau. Der ja dann auch im Langlaufteam ist, einfach in einer anderen Disziplin. Sie sind natürlich viel stärker als ich, aber ich glaube, sie sind schon ein bisschen überrascht gewesen, dass ich mehr als mein eigenes Körpergewicht herausstossen konnte. Eben, das ist ja doch schon mal etwas mir noch erstaunt, Cyril, dass man das überhaupt so braucht beim Langlauf. Das ist ja mehr so ein Ausdauer-Ding, eigentlich so viel Krafttraining. Langlauf musst du weinen, aber natürlich auch noch an den Arm. Vor allem in der Entwicklung in der Langlaufszene jetzt, zum Beispiel im Eis-Eis, Schritt im Skating oder im Doppelstoß im klassischen Stil. Also Spitzenathlet siehe Dario Colonia nur mit dem Arm. Das gehört ohne dazu, Wachs sogar, also, ja. Das gehört dazu. Immer mehr. Okay.